Monika Schrabi, du spielst wahrscheinlich das schwierigste Deck in Clash Royale zurzeit. Dieses Mortal Mind Deck ist unfassbar schwierig zu spielen, aber auch gleichzeitig unfassbar viel Potenzial. Petro hat es in einer Season geschafft, Top 32 in der CL zu finishen, Top 2 in einem anderen Turnier, Platz 1 der Welt im globalen Turnier und Platz 1 der Welt in Ländern. Hat wirklich die unfassbarsten Matchups gewonnen gegen Ballon Cycle, gegen komische Hawkwell-Decks, gegen so viele Snipes, weil dieses Deck, wenn du es perfekt spielst, gefühlt jedes einzelne Game gewinnen kann. Warum du dieses Deck unbedingt mehr spielen sollst, warum es auch nach dem Update vielleicht noch in der Möglichkeit oder in dieser Variante spielbar sein könnte, das erfährst du im heutigen Video. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren, gerne auch an Code Morten im Shop denken für den neuen Season Pass und dann würde ich sagen, wir springen sofort rein. Let's go. So, Leute, natürlich wird der Miner ganz schön krass genervt. Ich persönlich denke, dass ein Mortar Miner vielleicht noch spielbar sein wird, aber selbst wenn, Mortar wird immer noch sehr, sehr stark sein. Und Mortar gibt es jetzt seit so vielen Jahren in verschiedenen Varianten, ob es mit Hawk Rider ist, ob es mit Friedhof auch mal zu einem Zeitpunkt ist oder ob es mit dem Miner ist. Das heißt, selbst wenn diese Variante so nicht mehr stark sein wird, trotzdem allgemein kann ich euch empfehlen, Mortar-Decks zu meistern, weil es einfach einer der konsistentesten und solidesten Decks im ganzen Game sind. So, mal schauen, was der Gegner hier spielt. Der gute alte Trinado Ronaldo, was geht? Wir spielen Archers rein. Ich glaube, er spielt Miner Hawk. Ich glaube, das ist so ein richtiger komischer Typ. Und ich würde sagen, wir spielen mal unsere Mighty Miner rein. Wenn ihr die Mighty Miner nicht haben sollt, würde ich euch empfehlen, im Ritter zu spielen. Ihr könnt zum Beispiel aber auch Monk und Golden Knight spielen. Aber Ritter funktioniert auch sehr gut. Natürlich könnte es natürlich auch sein, dass man vielleicht nach den Balance Changes zum Beispiel die Spear Goblin spielt, lieber anstatt den Archers. Das können wir auf jeden Fall gucken, aber dazu werde ich natürlich dann auch Videos machen. So, jetzt muss er defensiv Hawk spielen. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, weil das heißt, dass sein Cycle extrem, extrem schlecht ist. Ich bringe jetzt hier meinen Miner noch dazu. Jetzt könnte es vielleicht krachen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber ein sehr, sehr schöner Miner von uns. Weil der Miner war sowas von gut, weil durch den Miner haben wir unsere Bogenschützen etwas länger beschützen können, weil sonst hätten auf jeden Fall die Minions deutlich, deutlich mehr Schaden gemacht. Im Endeffekt geht es komplett klar, ich hol jetzt die Prinzessin weg und wir haben jetzt eine relativ solide Position im Turm. Er hat einen kleinen Vorteil, so 27 HP. Aber ich denke, vor allem an der 3 von Exilzeit ist meiner Poison wirklich ein unfassbar starkes Deck. Und da sollten wir hoffentlich durchbrechen. So, Mighty Miner rein. Mal schauen, was er jetzt macht. Okay, Barbs, das ist jetzt ein bisschen eklig. Ich ziehe jetzt einfach mal die Ability. Gute Ability aber. Bin ich relativ glücklich mit. Ich bringe jetzt hier noch Kobolde rein. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir bringen sogar hier noch den Mortar jetzt offensiv, weil selbst wenn er auf der Seite reingeht, ich habe wieder Arches, weil unser Cycle einfach so unfassbar krass schnell ist. Und in solchen Matchups, wo ihr das Gefühl habt, okay, wir haben ganz gut Backup am Start, wir haben noch Truppen gut, die hier leben, kann man eigentlich immer offensiv mortern ohne Probleme. Und der ist jetzt auch am Turm hier dran. Jetzt kann ich hier relativ easy meinen Mighty Miner bringen. Ich zünde jetzt hier auch instant die Ability. Und jetzt kann ich hier meine Archers defensiv bringen. Ich hoffe, die splitten sich rechtzeitig, damit der Darkwood sich beide hittet. Perfekt. Jetzt bringe ich hier meinen nächsten Mortero-Werfer rein. Und jetzt hier Goblins, meine auf den Turm. Okay, er freest das jetzt. Interessant, aber... Okay, der Miner-Catch war actually nicht schlecht von ihm. Das war fast noch ein Hawk Rider Hit. Okay, Archers rein. Archers gesplittet. Und jetzt bringe ich hier meinen Mighty Miner rein. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt darauf antwortet. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt gleich seine nächste Prinzessin spielt. Ich würde sagen, wir poisonen einfach mal den Ice Wizard weg. Ich spiele jetzt hier ein Holz auf die Prinzessin. Und wir haben natürlich ein unfassbar gutes Matchup. Das muss man auch einfach dazu erwähnen. Wir haben eine unfassbar gute Defensive. Für ihn wird es unfassbar schwer durchzukommen. Er bringt jetzt die Barbaren rein. Aber trotz dessen, dass er die Barbaren bringt, ich könnte sogar den nächsten Poison bringen, aber ich glaube, ich entscheide mich einfach dazu, defensiv zu spielen. Ich bringe meinen Minenwerfer jetzt in der Defensive, bringe jetzt hier noch einen Poison-Spell rein. Der Poison-Spell cleant das ab. Warum den Poison-Spell? Weil er könnte meine Archers freezen und dann wäre es ein bisschen problematisch. Deswegen einfach save den Poison. Ist auf jeden Fall alles Paletti. So, ich bringe jetzt meinen nächsten Mighty nach hinten. Ich würde sagen, wir holen auch instant die Princess weg. Das sieht auf jeden Fall klar. Icebird. Okay, jetzt gibt es hier Kobolde. Minenwerfer hoch. Ich bringe jetzt den nächsten Eisgeist rein. Unfassbar solider Eisgeist. Jetzt kann ich hier eigentlich nochmal holzen. Und dadurch, dass das Holz wirklich perfekt getimed ist, kriegen wir jetzt hier auch keinen einzigen Shot. Ich würde sagen, wir bringen den nächsten Archers rein. Ich bringe so den nächsten Mortal jetzt aggressiv. Bringe jetzt den Eisgeist so. Oh, ich wollte die Princess noch distracten. Hat leider nicht geklappt, aber geht klar. Ich bringe jetzt meinen Minero einmal drauf. Perfekt. Ich bringe jetzt meinen nächsten Archers. Und es sieht wirklich... Stand jetzt unfassbar solide aus. Ich bringe jetzt hier meinen nächsten Mortar. Ich habe jetzt hier meinen nächsten Mighty am Start. Ich habe jetzt hier mein Holz für die Princess. Meine Archers überleben das auch alles. Das ist natürlich geil.
ich habe jetzt meinen nächsten Archer. Wir haben einfach 5 Archers auf dem Feld. Was will der Gegner jetzt noch machen? Wir haben so unfassbar viele Truppen am Start. Ich kann jetzt die nächsten Archers cyclen. Und es ist wirklich geisteskrank, wie schnell dieser Cycle wirklich ist. Und das Ding ist, es sieht sogar nicht mal so klar aus. Wir führen dann nur noch mit 300 Damage, aber wir wissen einfach jetzt schon, das Game ist komplett gewonnen. Der Mortar bekommt jetzt noch einen Shot. Ich kann es nur noch einen Poison rüber cyclen. Er gibt jetzt auch auf. Und ja, in solchen Matchups, wo der Gegner vor allem keinen großen Zauber hat, er hat nichts gegen die Archers, keine Pfeile, dann könnt ihr das Game eigentlich defensiv runterspielen. Und wenn ihr zum Beispiel mal Bogenschützen auf dem Feld habt, könnt ihr einfach der offensiv Mortar bringen. Und der Gegner muss jetzt so viel Elixier committen, vor allem, weil er auch keinen Minitank hat. Er musste so oft einen defensiven Schweinereiter spielen. Und so gewinnen wir das Spiel relativ einfach. So, Leute, nächstes Game gegen Santi. Ich würde sagen, wir splitten einfach unsere Archers. Ist eigentlich mal ein relativ guter Starting-Play. Archer-Split, Eisgeist, Kobolde. Ihr könnt auch den Miner machen, aber das ist immer noch so ein bisschen riskier, falls ihr zum Beispiel eine Pumpe habt. Aber allgemein muss man sagen, mit diesem Deck hast du wirklich immer eine Starting Play, was auch geil ist. Du hast immer einen guten Cycle, du kannst immer was spielen. Weil in manchen Decks ist es halt so, dass du irgendwie so 3 Zauber und ein Gebäude und manchmal, das willst du dann nicht wirklich rausspielen. Es ist manchmal belastend. So, ich würde sagen, wir spielen unseren Mortal jetzt rein. Ich glaube, er spielt Graveyard. Kann er auf jeden Fall machen. Ich bringe jetzt hier einfach mal Miner plus Goblins rein, weil ich gehe davon aus, dass er keinen Barpearl hat. Okay, er bringt jetzt einen Iris, kann er machen. Aber der Iris war jetzt nicht wirklich so gut, weil der Bowler wird komplett weggeschnetzelt. Der Kobold überlebt auch noch. Und der Gegner hat eh schon eine Krawatte. Ich habe gegen den gestern auch oft gewonnen. Das heißt, wir gewinnen jetzt hoffentlich auch. Ich bringe jetzt mein Eisbild rein. Bringe jetzt meinen nächsten Minenwerfer aggressiv. Mal schauen, was er jetzt hat. Okay, wir sammeln einfach mal Archers hoch. Können wir auf jeden Fall machen, weil die Archers werden jetzt auch noch gleich den Phoenix abcleanen. Okay, er bringt jetzt wahrscheinlich noch eine relativ gute Ability. Okay, oder auch nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt auf jeden Fall die Hits hier mit. Jetzt gibt es einfach nur Dings rein, okay. Hätte ich vielleicht etwas besser placen können, weil jetzt muss ich leider noch einen Icecast committen. Aber eigentlich gegen Friedhof möchtest du nicht in die gleiche Lane pushen. Das Gute ist, wir haben auf beiden Seiten schon ein bisschen Damage gemacht. Das heißt, selbst wenn er jetzt aus unserer Seite hier links versucht, Druck aufzubauen, können wir immer noch die Minenwerfer rechts spielen für ein bisschen Druckverlauf. Machen wir jetzt auch, weil sein Bowler ist jetzt raus. Jetzt hat er eigentlich nur den Iris. Genau. Und den kann ich jetzt relativ easy hier killen. Und das passt auch. Der Miner wird jetzt hier auch unfassbar guten Chip-Damage bekommen. Und jetzt kann ich hier eigentlich relativ easy meinen Mighty spielen. Und selbst wenn er jetzt aggressiv in den Graveyard reingehen sollte, haben wir alle Antworten, die wir brauchen. Das Ding ist, er lacht jetzt auch wieder. Er ist eh allgemein ein sehr, sehr komischer Typ. Und das ist okay für uns. So. Ich würde sagen, wir zünden jetzt hier einfach mal die Ability rein. Ich würde sogar sagen, wir könnten das hier theoretisch poisonen. Der Poison ist schon sehr, sehr aggressiv. Ich hoffe, ich bereue ihn nicht. Einer mal auf Turm. Okay, jetzt könnte es vielleicht krachen. Vielleicht könnte es jetzt krachen. Ich zünde jetzt hier meine Ability mal rein. Die Ability ist ganz nice. Okay, jetzt müssen wir noch Kobolde reinbringen. Okay, es geht klar. Er bekommt zwar viel Damage. Aber wir müssen auch sehen, sein Turm ist auch mittlerweile auf 700 HP. Das heißt, wir können jetzt eigentlich noch ein, zwei Mal Miner Poison cyclen und wir sollten das Game auf nicht gewinnen. Ich spiele jetzt mal Miner nach hinten, genau. Der Miner chippt jetzt ein bisschen. Jetzt will ich hier eigentlich sehr gerne mein Holz reinspielen. Archers, Mighty. Nächsten Miner auf den Turm gecycelt. Machen wir auch sehr, sehr gut. Miner ist auf den Turm, er fällt sein Eos, Poison kommt drauf, wir gewinnen das nächste Spiel. Und die Wins gerade sind relativ einfach. Ich meine, die Gegner, klar, sie haben so einzelne Situationen, wo es brenzlig wird, aber wir gewinnen eigentlich jedes einzelne Spiel. Und es zeigt einfach dieses Potenzial dieses Decks. Ich denke, wenn du dieses Deck nicht gut beherrschst, verlierst du zum Beispiel mindestens dieses zweite Game, weil er dich vielleicht überrennt. Aber du musst wirklich wissen, wann du auch auf der anderen Seite reingehst und dass du niemals, auch wenn du einen Schadensvorteil hast, niemals in die gleiche Lane pushst wie ein Friedhof Bowler Spieler. So, nächstes Game hier gegen Call the Legend. Ja, das lieben wir ja, richtig geil, Mann. Viel Glück an ihn. Erstmal wieder von Lava gebumst werden, auf Combat entspannt. Es macht Spaß, wirklich. Okay, geht Lava und ist ehrlich gesagt, könnte relativ schwierig werden. Vor allem, weil er spielt nicht nur Pfeile, er spielt Pfeile Feuerball. Also unsere Arches werden auf jeden Fall Probleme haben, gegen ihn irgendwie durchzukommen. Oder irgendwie was zu verteidigen, besser gesagt. Aber natürlich werden wir unser Bestes geben, wie eigentlich immer. So. Er feuerballt den Aal jetzt. Kann er auf jeden Fall machen. Ich würde mal sagen, gehen jetzt mit meiner Kobolden rein. Ich hoffe einfach, dass das Ei hier nicht poppt. Okay, er macht es jetzt nicht schlecht. Spielt die nächsten Bogenschützen rein. Trotzdem kriegen wir jetzt hier relativ guten Damage. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, ich bringe jetzt hier meinen nächsten Mortar rein.
Okay, er spielt ja die Phoenix-Variante. Er hat mal zwischendurch die Inferno-Dragon-Variante gespielt. Okay. Ich hoffe einfach, dass es kein Hit ist. Ist es ein Hit? Es ist ein Hit. Das ist natürlich richtig geil. Minenwerfer. Ich meine meine rein, Goblins rein. Muss jetzt eigentlich noch eine Valkyrie committen. Macht er nicht. Okay. Das ist natürlich jetzt relativ geiler Schaden für uns. Wir haben jetzt mal Mighty nach hinten. Hier können wir jetzt relativ einfach unsere Ice Girl spielen. Okay. Archers, mal Miner rein. Okay, er macht sich schlecht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Meiner Goblins einfach mal dazu. Gucken, was er jetzt macht. Okay, die Goblins chippen auf jeden Fall. Wir haben seinen Turm auf jeden Fall schon mal in der Situation, wo man mit arbeiten kann. Die Frage ist nur, wie wir jetzt die nächsten Lavaloon-Push defenden. Weil mein Gefühl sagt irgendwie gar nicht. Das ist halt richtig geil. Okay, er bekommt unseren Turm. Wir bekommen seinen Turm gleich mit einem Holz, aber es sieht generell natürlich jetzt nicht so optimal aus. Okay, guter Eisgeist immerhin. Okay, das war ein guter Catch leider. Und ich glaube, die Messe ist leider gelesen, Chat. Aber auch ein sehr schwieriges Matchup, muss man sagen. Ich glaube, du kannst es gewinnen, wenn du es wirklich clean wie Jürgen Klinsmann spielt. Haben wir in dem Fall leider nicht. Aber ist okay. Hat er gut gemacht. Wir springen direkt ins nächste Game und da sieht man noch das Potenzial. Was hätte ich vielleicht besser machen können? Ich glaube, erstmal der erste Ballonshot war ein bisschen unnötig. Da hätte ich einfach einen Eisgist früher spielen sollen, weil dann hätte der Minenwerfer länger getankt. Und ich habe auch ihm zu viel Fire Value gegeben, weil ich habe die Archer so in Minenwerfer Range gespielt, dass der Minenwerfer halt durch den Ballonpfeil dann gestorben ist. Und das hätte ich auf jeden Fall besser machen können, aber auch relativ schwierig. Und Karl ist natürlich auch kein schlechter Spieler. Aber wir machen direkt weiter. Heidegala. So, nächstes Game gegen Mitsuhara. Sollte eigentlich ein Bait-Spieler sein. Er macht auch direkt Eisgeist Cold fürs First Play. Zack, Block kommt rein. Und jetzt würde ich sagen, bringen jetzt hier mal die Bogenschützen rein. Natürlich gibt es direkt auch die Prince an die Brücke. Sonst wäre er ja kein Bait-Spieler. Bringen wir mal die aggressiven Mortar mit dem Mighty Miner. Okay. Ich muss sagen, wir zünden hier aber mal die Ability. War sogar eine relativ gute Ability, würde ich sagen. Mal schauen, was er jetzt macht. Die Bogenschützen bekommt unfassbar viel Value. Das mag ich. Hier gibt es Kobolde rein, jetzt gibt es hier ein Holz. Okay, Ice Guys, jetzt kriegen wir immerhin vielleicht einen Mortar Shot. Ne, kriegen wir nicht, aber wir können jetzt einen guten Miner spielen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas hat, um den Miner... Oh, er ist wieder zurück zu Kobolden. Okay, drei Karten zeige ich einfach mal spontan unterschätzt, auf Lock. Archer Split. Okay. Hat er nicht schlecht gemacht, hat er auf jeden Fall nicht so schlecht gemacht. Wir müssen jetzt etwas defensiver spielen, wir wahrscheinlich einfach links einfach ein Eisgeist spielen oder er lässt den Bogenschützen durch, aber wir sind nur noch im Damage-Nachteil von 10. 10 kann man, denke ich, noch ausgleichen. Wegen unseren Mighty Miner jetzt hier auf die Princess. So. Ich spiele jetzt seinen Mighty Miner gegen mein Mighty Miner. Guter Eisgeist jetzt von ihm, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Eisgeist rein. Archers. Okay, gute Kanone, kann man machen. Jetzt bringe ich hier mein Holz einfach mal rein. Mal schauen, was er als nächstes macht. Ich bringe jetzt aber meine Kurbel mal an die Brücke, das könnte sein, dass er der Prinz an die Brücke bringt. Machen er nicht, okay. So. Weit hier meiner mal rein. Archers.
So, Mortar rein. Meine noch dazu. Er hat, glaube ich, gerade keine Archers mehr im Cycle. Ich meine, keine Kobolde. Und das ist eigentlich mal relativ solide, das zu machen. Okay, das haben wir jetzt auch ganz gut verteidigt bekommen. Und ich hoffe, dass der Mortar jetzt vielleicht am Turm ist. Das ist natürlich jetzt nicht ultra, ultra bad für uns. Und jetzt kriegen wir hier auch guten Miner-Damage noch. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Prinz an die Brücke bringen. Genau, macht er auch. Jetzt könnte es vielleicht kurz krachen. Müssen ein bisschen aufpassen. Aber es geht klar. Eisgeist. Nächsten Miner auf den Turm gecycelt. Er hat gerade nicht so viel gegen den. Das heißt, er muss ihn eigentlich catchen mit Mighty. Macht er auch. Trotzdem kriegen auch die Bogenschützen auf der anderen Seite natürlich Damage, den man nicht unterschätzen sollte. Jetzt haben wir eine relativ gute Situation. Vor allem, der Gegner ist jetzt auch zurzeit der höchste Lockback-Spieler der Welt. Also er weiß auf jeden Fall, wie der Hase im Pfeffer liegt. Eisgeist rein. Kobolde. Okay, jetzt kracht's. Das macht ja richtig viel Bock, dass die Prinz hier mit einer P überlebt und jetzt mal die ganzen Bogenschützen nudelt. Das Ding ist, wir müssen aufpassen. Er hat noch die Rakete. Okay. Okay, gucken, ob er jetzt eine Rocket wirft. Ich könnte es mir vorstellen. Jetzt haben wir aber erstmal den drei Karten zeigen. Ich würde sagen, wir poisonen das einfach. Warum nicht? Okay, das ist jetzt eine interessante Entscheidung von ihm. Okay. Kobolde, Mortero, Holz. Okay, Archer Split. Ist natürlich auch nicht schlecht. Miner Poison. Digga, die Miner Poison Sage ist natürlich jetzt absolut insane. Guckt euch an, wie viel Damage wir hier die ganze Zeit bekommen. Weil wir 24-7 unsere Miner und Poison cyclen. Ich denke, wir machen es nochmal. Never change your running system. Der Arch, die Archers killen noch die Bogenschütze, die Princess. Jetzt gehen wir direkt wieder mit meiner Poison rein. Das war jetzt auch keine gute Prinzessin. Also er gibt uns in letzter Zeit auch sehr, sehr viel Poison Value, muss man sagen. Aber natürlich sah es auch schon mal Matchup-technisch für ihn besser aus. Und wir gewinnen das Spiel. GG's Rare Played. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Lasst sehr, sehr gerne kostenlos ein Abo da. Was ist deiner Meinung nach das schwierigste Deckenklärer? Schreibt gerne in die Kommentare schreiben. Oder würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns heute im nächsten Stream oder morgen im nächsten Video. Ciao und Peace out.